Ihr Derivateportal Eniteo.de präsentiert Ihnen Eniteo TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eniteo TV. Unser heutiges Spezial dreht sich um das Thema Bail-in von Bankenanleihen. Was es damit genau auf sich hat, das klären wir gleich. Zuvor der Blick auf die Top-Themen. Bail-in, welche Anleihen kommen in Frage? Euroregion, kam es bereits zu einer Verlustbeteiligung von Senior-Anleihen? Und Bankanleihen, was bedeutet Bail-in für die Risikoprämien? Aktuell wird hier darüber diskutiert und immer mehr auch dafür plädiert, Banken, die in Schieflage geraten sind, nicht mehr mit Steuergeldern zu retten. Auf internationaler Ebene, da wurde beschlossen, sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsinstrumente zu entwickeln. Und ein wichtiger Teil dieser Sanierungs- und Abwicklungsinstrumente ist das Bail-in. Und das wird nun auch das Thema unserer heutigen Sendung sein. Dazu begrüße ich meinen Gast, Alex Constanze Steinmann, Senior Analystin für Banken bei der DZ Bank. Hallo Frau Steinmann. Hallo. Ich habe das sogenannte Bail-in gerade angesprochen. Verraten Sie uns doch einleitend, was das heißt und was es damit genau auf sich hat. Das heißt, dass im Fall der Restrukturierung einer Bank die ausstehenden Anleihen zur Deckung von Verlusten herangezogen werden, falls das vorhandene Eigenkapital nicht ausreicht und eben keine Staatshilfen geleistet werden, wie es bis vor kurzem eigentlich noch die Regel war. Durch diese Möglichkeit, Anleihen für ein Bail-in heranzuziehen, wird die Verlusttragfähigkeit einer Bank also über das Eigenkapital hinaus erweitert. Und welche Anleihen kommen dafür in Frage? Letztlich alle Anleihen, die ausstehen, die nicht besichert sind. Das heißt, Pfandbriefe sind beispielsweise ausgeschlossen. Dabei gilt natürlich weiterhin eine bestimmte Rangfolge. Zuerst wird auf das Eigenkapital zurückgegriffen, das heißt, die Aktionäre werden herangezogen. Dann Tier 1 und Nachranggläubiger. Und sollte der Verlust dann noch immer nicht gedeckt sein, können jetzt auch Senior-Anleihen und nicht versicherte Einlagen, das heißt Einlagen über 100.000 Euro, herangezogen werden. Über eine zukünftige Präferenz von Einlagen gegenüber Senior-Anleihen wird zurzeit allerdings nachgedacht und die EU-Kommission spricht sich beispielsweise auch dafür aus. Und was hat sich dann hier geändert? Früher ging der Verlustbeteiligung von Nachrang- und Seniorgläubigern unbedingt auf jeden Fall der Default, das heißt der Ausfall der Bank, voraus. Und das gilt so heute eben nicht mehr. Wurde das denn, was Sie gerade angesprochen haben, bisher schon angewendet? Bei der Restrukturierung der SNS Real, eine große niederländische Bank, wurde vor wenigen Wochen das Nachrangkapital am Verlust beteiligt. Das heißt, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, bei der Restrukturierung einer großen, auch systemrelevanten Bank, dass die Nachranggläubiger von Verlusten betroffen sind. Bei Senioranleihen hingegen wurde im Restrukturierungsfall noch kein Gläubiger an Verlusten beteiligt. Aber das scheint sich hier zu ändern. Dänemark hatte beispielsweise vor 2 Jahren damit begonnen, im Abwicklungsfall kleinerer Banken Seniorgläubiger an Verlusten zu beteiligen, hat damit aber extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Die dänischen Banken konnten sich in der Folgezeit, obwohl es sich bei den abgewickelten Banken um wirklich sehr kleine Institute handelt, sich kein Geld mehr an den internationalen Kapitalmärkten leihen. Und so haben die Dänen dieses System auch wieder rückgängig gemacht und kein europäisches Land ist diesem dänischen Beispiel gefolgt. Aber wie gesagt, die Zeiten scheinen sich hier zu ändern, auch die Stimmung scheint sich zu ändern. Und so wurde beispielsweise bei der Restrukturierung der Bank of Cyprus erstmals auf die Einlagen, die Großeinlagen zurückgegriffen. Wobei man natürlich trotzdem sagen muss, dass diese zyprischen Banken sehr klein sind. Aber trotzdem ist es sehr wahrscheinlich, dass in der Zukunft auch bei größeren Banken eine ähnliche oder so ausgestaltete Restrukturierung durchgeführt wird. Dann schauen wir noch auf die Risikoprämien. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für die Risikoprämien von Bankanleihen? Die Risikoprämien sind zurzeit für Bankanleihen angesichts dieser neuen Risiken sehr niedrig. Das heißt, die Papiere sind teuer. Sie spiegeln unserer Meinung nach diese neuen Risiken noch nicht angemessen wider. Vor allen Dingen die großen systemrelevanten Banken profitieren noch von diesem Gütesiegel Systemrelevanz. Aber diese Systemrelevanz wird in der neuen Welt, die ich eben beschrieben habe, nicht vor Verlusten schützen. Und wie unterscheidet sich die Verlusttragfähigkeit von Anleihen, die eben für einen Bail-in in Frage kommen, und den Contingent Convertible Anleihen, den sogenannten KOKOS? Beide Anleihen absorbieren Verluste. Der Unterschied liegt allein im Zeitpunkt der Verlustabsorption. Bail-in bedeutet, dass die Anleihen an Verlusten beteiligt werden, wenn sich die Bank bereits in einem ganz offiziellen Restrukturierungsprozess befindet, also wenn die Bank bereits ein Sanierungsfall ist.
KOKOs hingegen werden aktiviert, wenn sich die Bank im ganz normalen Geschäftsbetrieb befindet, die Kapitalquote aber eine bestimmte, zuvor auch in den Anleihebedingungen festgeschriebene Mindesthöhe unterschritten hat. Frau Steinmann, dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank. Und zum Abschluss fassen wir die Erkenntnisse der Sendung noch einmal mit einem Blick auf die Top-Themen zusammen. Bail-in. Grundsätzlich kommen sämtliche ausstehende Papiere, die nicht besichert sind, in Frage. Euroregion. Noch keine Verlustbeteiligung von Senior-Anleihen. Und Bankanleihen. Risikoprämien spiegeln die gestiegenen Risiken noch nicht angemessen wider. Das war's mit NITO TV für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns in einer Woche an dieser Stelle wieder. Also bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ihr Derivateportal NITO.de präsentierte Ihnen NITO TV.